We come here together to offer this place to you, that the pure Dharma can flourish, and your advice, teachings in Boston was very powerful for me, very, very good. And here's in einige Leute, some people don't understand English. Freue mich darüber, dass Palyangalva Karmapa hierher gekommen ist, dass er das, was er 1977 in Berlin begonnen hat, dass das dieser Ort daraus geworden ist. Und ich freue mich, dass wir alle daran Anteil haben können. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, hierher nach Kamapenjaling zu kommen. Und zunächst einmal einen herzlichen Willkommen an alle, die hier sind. And the name is Tukia Sambunan, and the name is Sane, and Mahombalia, Sazan Bilia, Temba, Hagayo,
Der 16. Kammerbaran hat den Namen für dieses Zentrum Kammertengyaling gegeben und damit auch einen Keim gelegt dafür, dass ich begründet meine annehmen zu können, dass in dieser Gegend ein Dharma-Zentrum sich zu sehr Gutem entwickeln wird. Und es ist eine sehr zurückgezogene, sehr einsame Gegend hier, die sich gleich so anfühlt, wie eigentlich in Tibet auch viele Plätze sind. Und dass die Gruppe, die dieses Zentrum hier unterstützt hat, ich kenne Horst und Brigitte schon von Indien her seit einer Weile, aber auch die vielen anderen, die daran mitgeholfen haben, es möglich gemacht haben, dass dieser Platz jetzt hier so ist, dafür und für die alle die Arbeit in den zurückliegenden Jahren von tiefem Herzen Dank. Und ich denke und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben, in Zukunft hier sehr viel Gutes zu entwickeln. Tibetan Tee. Das ist ein tibetischer Tee, den wir hier trinken. Palingyala Kamapa, if you have some good advice in the way we can develop this place. Yeah. This question we have. And if you see something, what we try to build up, if you see something, I told to Brigitte, if you think we make only 20 meditation box, mm-hmm. then we do this. We are very sure and have big trust in your advice, okay. and really we follow what you say. Okay. It's not our center; okay. it's your activity, and we come to you to cure our okay. Okay. mind poison. We'll see. We look around. We'll yes. see. Okay. Maybe you can explain how you like to continue. I know they have some plan. Yeah.
maybe alphabets, we go one around, like you have the... We go then the same way, Tessie Dorompucci also showing this way, but it, in this was not so comfortable like now. Thank you.
lang this way. Please. Like, not this. This way. And this way? Thank you, sir. Hans Reiner? So, wo sind die Mädels? Ich begrüße Sie alle recht herzlich, weil ein Großteil war ja nicht am ersten Teil beteiligt, als wir hier die anderen Dinge gemacht haben. Viele Leute hier aus der Umgebung, Amtsdirektor Stege und der stellvertretende Bürgermeister. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, denn Sie haben mit dazu beigetragen, dass wir hier an diesem Ort das Baurecht bekommen haben, dass wir überhaupt in der Zukunft hier eine Kloster- und Tempelanlage bauen können. Die Menschen, die hier drumherum leben, sind diejenigen, die uns es ermöglichen, dass wir hier in einer sehr harmonischen Art zusammenleben können, ohne dass wir große, oder eigentlich gar keine, wir haben natürlich gar keine Schwierigkeiten, denn es läuft alles nicht große Schwierigkeiten. Sorry, das ist so manchmal, was einem rausrutscht, wo man... Und in dem Sinne, warte ich Paltengalber Kamapa, er möge ein paar Worte an die Bevölkerung richten, da er ja aus einem sehr entfernten Land kommt, aus einer Kultur, die wir nicht können, und dass wir einfach mal die Möglichkeit haben, diesen Mann gegenüber wahrnehmen zu können. Denn er ist die Ursache dafür, dass wir hierher gekommen sind. Und das ist im Jahr 1977 gewesen, in seiner anderen Verkörperung, können die meisten nicht nachvollziehen. Aber in der Tradition heißt es, er ist der Nachfolger davon. Und für uns ist aus diesem kleinen Samen von damals diese große Einrichtung entstanden, mit all den ganz wichtigen Dingen, die wichtig sind, dass man den Pfad des Buddhas gehen kann, die aber auch wichtig sind für unsere heutige Zeit, für die Umwelt, für den interreligiösen Dialog, dass man sich begegnet und dass man sieht, es gibt keinen Grund, sich fremd zu fühlen. In dem Sinne, herzlich willkommen. Ich bitte seine Heiligkeit um ein paar Worte. Vielen Dank. Vielen Dank, Alfred. Okay. Ja. Also zunächst einmal sehr wunderbares Zusammentreffen und ich möchte gerne nochmal herzlich alle, die hier sind, willkommen heißen. Ich habe
Stefan hat die schon diese Musik gezogen. Wir haben dann den Song hier. Also die Chimdünen haben das schon gut. Denn die schon mit also die Wartan mit dem Käsemitz hat die Gäste. Es war der 16. Kammerherr, der die Grundlage für diesen Orte gelegt hat, in der Hoffnung dafür, dass er einen Beitrag zu Frieden und Wohlergehen in diesem Lande geben könnte. Und das ist vielleicht auch schon das Wesentliche, denn wir mögen aus verschiedenen Kulturkreisen kommen. Wir haben einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, wir haben vielleicht eine unterschiedliche Tradition oder Religion und so weiter. Aber dass wir trotz dieser äußeren Unterschiedlichkeiten lernen, für den Frieden und das harmonische Miteinander der Menschen auf diesem Planeten zusammenzuarbeiten, das erscheint mir sehr wichtig, dass wir trotz verschiedener Kulturen eine Stimme bilden können, die für Frieden und Wohlergehen beiträgt. Dann um eine also die so la und so da die Chöder schon la so die Leute Chöder da die information errors and all that. Yeah, I'm sharing child. To do the same thing, I'm going to tell you the tiny little child. And also, so you can see the child. And also, so you can see the child. And also, so you can see the child. And then, and then, I think it's a lady, Tonya. That's it, the dear Tonya. Früher musste man vielleicht größere Anstrengungen unternehmen, um eine fremde Kultur, eine fremde Sprache oder Tradition und so weiter näher kennenzulernen. Aber heutzutage, durch all die Weiterentwicklung unserer Informationstechnologie, wie man so sagt, durch all die vielen Möglichkeiten, wie wir miteinander vernetzt sind und alle Nachrichten sofort von überall auf der Welt sehen können, sind wir in gewisser Weise viel enger zusammengerückt. Mir scheint es so, als ob wir in diesem Zeitalter des technischen Fortschritts geradezu dazu uns benötigt fühlen, miteinander zu arbeiten. Wir sind eigentlich jetzt in der Lage, alles miteinander zu teilen, die Informationen auszutauschen und auf diese Weise miteinander zu arbeiten. Okay, das ist die also, man darf auch mal wieder Ja, aber den Löwen, auch wenn wir verschieden aussehen, eine verschiedene Kultur haben und Herkunft, sind wir doch in einem völlig gleichartig. Wir alle streben nach Freude und Wohlergehen. Wir alle versuchen, Leid und Schmerz und Sorge zu vermeiden. Darin sind alle Menschen gleich.
Wir sind in dieser Hinsicht Menschen auf diesem Planeten. Und wenn wir heutzutage so viele Probleme auf dieser Welt haben, mit den Kriegen, mit der Umwelt und so fort, dann ist das auch die Zeit, in der wir uns auf diese gemeinsame Grundlage besinnen sollten, auf denselben Boden, auf dem wir alle stehen. Und dass wir lernen, jetzt zusammenzuarbeiten, damit wir die Probleme in dieser Welt in den Griff bekommen können. So denke ich, und da habe ich mein Vertrauen da rein, dass wir das tatsächlich können, weil wir alle nur Menschen auf diesem Planeten sind. Und noch einmal ganz herzlichen Dank an alle für ihre Unterstützung, ihr Wohlwollen in der ganzen Zeit. Und es ist mir eine große Freude gewesen, hier zu sein in Kamapengalin. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich nicht mehr so viel reden, vielleicht habe ich zu viel gegessen eben.
Ja, ich kann dann nicht.